und willkommen zum Endbosskampf. Ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Oh Mann, ich werde es wahrscheinlich gar nicht packen. Na nun, es scheint niemand hier zu sein. Wir sollten nach Hause gehen. Wow, das ist ja eine großartige Aussicht von hier oben. Und wie, aber findest du es nicht auch merkwürdig, dass Grundhilda nicht hier ist? Huch. Bestimmt zu feige. Unser Abenteuer war zwar wirklich klasse, aber spielen wir lieber weiter Karten. Ich muss mein Headset gerade ein bisschen richten. What the fuck? Ah, jetzt habe ich schon gedacht, die ROM hängt sich auf. Großer Grabbohrer Dingenskirchen. Huch. Banjo. Uff, sieh nur, wie groß der ist. Der war doch vorher nicht so groß. Wie konnten wir den übersehen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh mein Gott, wir werden so verlieren. Wir werden so abkacken. Ich werde so dumm sein. Endlich, nach 2 Jahren, werde ich mich rächen. Wette nicht drauf, Knochenhirn. Wir werden sehen, Vögelchen. Wir werden sehen. Wo ist der Knopf für den Laser? Verflixt und zugenäht. Wer gibt mir mal die Bedienungsanleitung für das Ding? Ah ja, so geht das. So, ich werde mich gleich mal mit Granateneiern ausrüsten. Und nochmal kurz speichern. Ihr dachtet wohl, das Quiz sei schon vorbei, was? Falsch gedacht. Ich habe immer noch einige Fragen im Petto. Beantwortet sie richtig und nicht gesamt, damit ich um. Mist, das ist richtig. Ich werde nur meine langsame Attacke benutzen. Seid bereit für meine Überdosis meiner. Für irgendwas halt. Ja, du bist vielleicht freundlich mit uns, wir aber nicht mit dir. Oh, der trifft. Hui. Okay, jetzt kommt wieder Laser-Banaser. Soweit, so gut. Ich werde hier immer wieder mal abspeichern. Ach nein, es war Mumbo. Okay, die blitzschnellen Attacken, die überspringen wir am besten. Ja, am besten ist es, wenn wir da laufen. Och, 1:0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. So, wir haben ja die Honigwabe. Wie schalte ich sie alle ein? Diesen hier? Vorzüglich, auf ein neues. So, am besten jetzt hier nur stehen bleiben und springen. Das war Big L, meine Liebe. Wow. Ach, nicht schon wieder. Mir deucht, es wird Zeit für etwas Neues. Oh Gott, mir schwand Übles.
Diese Schönheit hat noch einige Tricks auf Lager. Wärmelenkraketen aktivieren. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige. Ach du heilige. Gesicht. Jawohl. Ich brauche mehr Feuerkraft. Zweite Wärmelenkrakete ausfahren. Die zweifache Ladung. Ich freue mich drauf. Aua. Aua. Die Profi-Plopp-Schuhe, meine Liebe. Wow. Also ohne den Energie-Cheat wären wir jetzt tot. Ganz ehrlich. Na gut, ich glaube, dann würde ich auch nicht so offensiv spielen. So, und tschüss. Ich brauche die scheiß Granateneier. Was, wie heißt mein Hexenkessel in der Waffenkammer? Nein, nein, jetzt hat sich die ROM aufgehangen. Ich glaub's nicht. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Das darf doch nicht wahr sein, mitten im Endkampf. Tut mir leid. So, Freunde, da bin ich auch wieder auf Sendung. Jetzt Granateneier, endlich. Jolly Rogers Lagune, meine Liebe. Und Dauerfeuer, Dauerfeuer. Immer ins Gesicht. Bang. Raketenwerfer wieder einfahren. Auspuffluge öffnen. Oh ja, spürt die Kraft dieses V10-Ungetüms. Bohrer ankurbeln. Auf ihn mit Gebrüll. Okay, jetzt brauchen wir die... die Zeitbomben-Eier und müssen jetzt mal gucken, dass wir immer hier hinten bleiben, hinter dem Bohrer. Ich sollte die Honigwaben aufheben. Autsch. Das war jetzt geraten übrigens. Okay, schnell wieder scharfe Munition mobilisieren. Und auf die Schnauze, auf die Schnauze. Dauerfeuer, Dauerfeuer. Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, jetzt brauchen wir das Zeitbomben-Ei. Das geht mal hinten in den Auspuff rein. Und sprengen die Batterie hier in die Luft. Denn ohne Strom keine Zündung, ohne Zündung kein Bohrer.
Ja, ja, was war das für eine Explosion? Das willst du gerne wissen, was? Au! Ja, ja, du kommst hier nicht ran. Ich muss mal eben wieder scharfe Munition aufnehmen. Au, 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 die Alte wird jetzt gastig. Die will's jetzt wissen. Endlich! Das habe ich jetzt auch nur geraten. So, hoch und Dauerfeuer, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Was ist das denn? Scharfe Munition hier, so geht das nicht. Jetzt muss ich ein bisschen auf Energiesparen spielen. Nein! Was war das? Oh Mist. Schnell wieder die scharfe Munition organisieren. Du kriegst mich nicht. Verzieh dich. Deinen hässlichen Laserstrahl da. Verdammt, es kommt da nicht drüber. Wow. Verdammt. Das darf's doch nicht geben. Oh, wow. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hinter dem Bohrer kommen. Und hinter dem Ding hier bleiben. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt! Mann. Geh doch da rein! Wieso explodiert das denn ständig? Das gibt's doch nicht! Ja, super! Ja, super. So, jetzt aber endlich. Das darf's ja nicht geben. So, die hier großräumig umschiffen und kawumm. Ruhe ist jetzt. Oh nein! Wir verlieren Energie! Nein! Nicht aufhören, Herr Bohrer! Meine geliebten Laser! Kann jemand den Abschleppdienst rufen? In Ordnung! Das war's! Ich habe genug! Wir kämpfen bis zum bitteren Ende! Das wird ja auch Zeit jetzt mal! Haben wir noch irgendwelche Tricks auf Lager? Ja, richtig, meine Diener. Und auf geht's. Los, schnappt sie euch, ihr Schwachköpfe. Ach, die sind noch keine Bedrohung für mich. Aber wir könnten mal ein bisschen Energy gebrauchen.
auch ein bisschen Muni wäre nicht verkehrt. Ah, natürlich. Warum fällt mir das erst jetzt ein? Giftgaseinsatz. Ein Hauch von Zen fliegt in der Luft. Wie ich das liebe. So, jetzt will's die Alte wissen. Wir müssen die jetzt nämlich in kürzester Zeit besiegen, sonst ist das Licht aus. Oder auch so. Nein! Ich glaub's nicht. Und ich hab nicht gespeichert. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder von vorne anfängt. Ich... Natürlich, es war mir so klar, aber dann wird der Part jetzt auch nur 8 Minuten gehen. Es war mir so klar. Okay, auf ein neues, Leute. Ich habe natürlich nicht gespeichert, aber dieser blöde Penner kommt einfach. Halt einfach die Klappe und komm. Ihr wollt. Aber jetzt fängt es doch nicht wieder von vorne an, oder? Ach, nö. Ja, das ist doch... Entschuldigung, das ist doch jetzt scheiße. Och, 1:0 für die nervtötenden Bären. Ja, ja. Ja, ja. Das Spielchen kennen wir ja bereits. Diesmal mache ich denselben Fehler nicht nochmal. Und wieder unter Dauerbeschuss, die Bude da oben. Ja. Sehr gerne. Mach das. Okay, wir brauchen jetzt mal Muni. Wenn das nicht die Schlickhaufen, was willst du denn jetzt von mir? So. Nein, das waren noch gerade Granateneier. Es waren 5. Verdammt, ich brauche Munition jetzt. Okay. Hier kurz abwarten. Granateneier, sehr gut. 20 Stück wieder auf Lager. Die Honigwaben lasse ich diesmal liegen und werde die nur im äußersten Notfall einsammeln. Na super. Jetzt gerade mal gleich wieder auf die Zeiteier umschalten, war ein Fehler. Ja, endlich war das. Endlich passiert hier mal was, geht's weiter.
verdammt! Komm, geh da rein. Eieieiei, ich werde dann hier gleich mal speichern. So. Wie war das eine Explosion? Riecht verbrannt hier. Aua. So habe ich denn jetzt wieder... Ey. Warum trifft die nicht? Ja, toll. Ja, toll, diesmal hat sie nicht geschrien. Das heißt, wir haben nicht... maximale Damage gemacht. Geh da rein! Na super, geh da nicht rein, ey. Also auch im Endkampf haben sich die Entwickler selbst übertroffen. Zwölf Stück gibt's also. Aha, das war jetzt auch nur geraten. Jawohl. Spring da rein. Yo, wir haben es geschafft. Wir sind schon mal drin. Wo geht's lang? Gehen wir schon mal großräumig umschiffen. Und basta, das war's. Jetzt geht's wieder in die heiße Endphase. Das heißt speichern. Okay. Jetzt wird's kritisch langsam wieder. Die trifft uns nämlich andauernd. Ab, du Vollloser. Ich kann die nicht treffen. Das geht nicht. Deswegen werde ich mich jetzt mal ein paar Honigwaben bedienen. Wieder mal ein bisschen auf der Flucht sein. Wir haben wieder voll. Hau ab, du Versager. Jetzt wird er wieder Dauerbeschuss. Nimm das. Nimm alles, was ich habe. Drei Punkte, nur noch drei Punkte. Triff schon, triff schon. Boom. Okay, ihr Dummköpfe. Bekommt jetzt den größten, grässlichsten Fluch
dessen ich fähig bin zu spüren. Was? Leistet eurem Freund Bottles Gesellschaft. Ihr werdet euch noch wünschen, ihr hättet euch nie mit Gruntilda Winkbunion angelegt. Winkbunion? Ist das wirklich der Name? Nein, natürlich nicht. Ich verklage euch, wenn ihr das weitererzählt. Wie wünschst du, Winky? Sterbt! Ja, was? 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 Wie oft muss man denn die treffen? Gib dir jetzt nicht Ruhe. Jetzt endlich, oder? Ah, oh nein! Der Fluch! Ich habe ihn fallen lassen. Schafft ihn schnell weg, bevor er... Ja, toll. Jetzt bekommen wir 100.000 Honigwaben, oder was? Boah. Na, der haben wir Winkbunion gezeigt, nicht, Banjo? Allerdings, und wie? Komm, gehen wir runter zu Bottles Party. Gute Idee. Ah, wir haben es geschafft, tatsächlich, ich kann es nicht glauben. Well done, Banjo and Kazooie. Eieiei, was ist denn hier los? Jetzt haben die einfach ohne uns gefeiert. Ziemlich ruhig für eine Party. Hey, Brillenschlange, wo ist die Party? Nun, die ist leider vorbei. Dieser Klungo hatte solchen Hunger, dass kein Krübel mehr übrig ist. Hm, Mumbo wollte tanzen. Ja, Mahlzeit. Großer Haufen Mist. Das ist alles deine Schuld, Superhirn. Hättest du die alte Hexe doch schneller beledigt. Halt die Schnauze. Wenigstens habe ich mich nicht feige in einem Loch versteckt. Du blöder Feder. Dumme Wumba auch versteckt in Wigwam. Du Klappe halten. Oder Wumba verwandeln, Scharlatan, in Frosch. Ich mache eine Goldstatue, treten in Wumbas Hintern. Aufhören! Und zwar alle! Streitet euch gefälligst draußen! Kazooie hat eine bessere Idee. Habt ihr Lust auf ein Hexendingens? Hecki Hexeck? Was soll das denn sein? Du wirst schon sehen. Ja, was soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Alle folgen uns. Und Bottles bleibt alleine mit dem komischen Pfeifhannes da zurück. Ach ja, herrlich. Bang, boom. Nimm dies, Schnappding. Das viel Spaß sein. Mumbo korrekt. Mega Spaß. Schieß sie rüber zu mir. Boing, 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 boing. Boom. Ups, da kullert ein Hexenauge. Das wird euch noch leid tun. Euch allen. Wartet nur auf Banjo Tree. Tja, da warte ich bis heute drauf. Und da ist Captain Blubbers im fliegenden U-Boot. Im fliegenden Ding. Und wir haben das The End erreicht.
Ja, wieder einmal geht ein Projekt zu Ende. Und ach, jetzt kommt gar kein vor. Ach, es kommen gar nicht zwei Abspanne wie im ersten Teil. Gehen wir mal kurz ins Hauptmenü. Weil hier haben wir ja noch ein bisschen was. Ich mache jetzt einfach mal frech, wie ich bin, Überlänge. Ja, Minispiele, Endgegner, Film. Einleitung. Mitwirkende. Aufzug der Charaktere. Ach ja, genau, das ist das, was, was man mit den 90 Putzelus freischalten kann. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Noch so. Als kleinen Bonus. Ja, Banzos Free hat es ja leider nie gegeben. Darsteller der Goldene Goliath. Ich will das jetzt kurz erzählen. Banzos Free hat es ja nie gegeben. Das sollte wieder eine Anspielung sein, hat es aber nie gegeben. Für die Xbox gab es ja dann Banjo-Kazooie Schraube locker. Allerdings habe ich mich damit nie richtig beschäftigt. Ich habe das irgendwann mal im Laden gesehen. Der Schlummer. Guck mal an. Und ich finde einfach, die Grafik ist irgendwie hässlich. Ich finde, Banjo-Kazooie war Nintendo-Grafik und jetzt Xbox-Grafik. Das sieht einfach nicht schön aus, finde ich. Und deswegen habe ich mich da nie weiter damit beschäftigt. Für mich ist jetzt hier Banjo-Tooie zu Ende. Dritten Teil dann Schraube locker, da werden die irgendwie in eine Videospielwelt eingeschlossen und müssen nochmal gegen Grundhilda kämpfen. Finde ich ein bisschen schade, dass es in allen drei Teilen um die komische Hexe da geht. Aber naja, wir genießen jetzt hier nochmal die Aufzählung der Charaktere. Trakizian haben wir hier gerade. Der Goldbahn-Bill. Mit seiner kleinen Rennmaus. Bill Bertha. Da haben wir die Kanarien-Clara. Brichetto Blanco. Ich bin so blanco, ich hab keinen Cento in Hose Tasso. Geldbeutlo. Konga. Hey, Konga, was los? Mit einem Seil in der Hand. So. Wer kommt als nächstes? Big L. Natürlich. Schön drauf. Egal. Ja. Ja, ich geht vor Teufel, was mache ich da? Der fettige Joe. Oh, Gesundheit. Das flotte Flugobjekt. Dum, 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 dum. Herr Flicken. Aber mit L. Ja. Jolly Roger. Ach ja, die Jukebox haben wir ja da noch freigeschalten mit dem letzten Cheat. Und die frohe Froni. Die könnten wir dann mit etwas Musik beglücken. Naja, Pfandus. Geht er da am Krückstock? Ach, je, habe ich gar nicht gesehen. Wohl auf der Treppe gestolpert, aus Versehen. Tipptupp und Tipptupp. Junior. Specky. Und Flatsch. Captain Holzauge. Grün wie noch nie im Gesicht. Haxel. Flupp, ist er weg. Ja, die Schweinchen in ihrem Badesee. Captain Blubber mit einem Freudentanz.
Alf. Ach, guck mal, der Alf. Hallo. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Betty. Und Gammo. Ja, der Gammo. Krosky-Braten. Ja, ja, der gute alte Krosky-Braten ist auch schon ganz, ganz lang her. Fürst von Fark, Fark. Ohne C. Und mit A. Ja, nicht zu vergessen. XD. Dümpo. Dümpi, dümpi, dümpio. Eine Felsnuss. Ja, lach nicht so frech. Ja, genau du. Leute, heutzutage. Einen Bunga Bunga. Bunga Bunga. Wir haben wohl alle Lachgas genommen. Einen Ungel Bungel. Ugel, Ugel, Ugel. Eieiei, Namen haben die hier beieinander, das gibt's gar nicht. Skrotti. Unsere LTR-Familie. Skrat. Unser LTR-Kindlein. Skrit. Und Skrut. Skrotti, Skritti, Skratti, Skris, Kras. Tramponadon. Hallo. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Kannst mal Fußbad machen. Schlingosaurus und Futter. Terry. Lokus. Oh ja. Klempnerarbeit mit Handgranaten. So muss das sein. Schmuddeli, schmuddeli. Nicht wieder einschmuddeln, mein Lieber, ne? Tigler. Eieieiei. Das war ein rabenschwarzer Tag. Unser alter Schweißbrenngerät. Klumpfuß. Möp, möp. Und der Sabremann. Ja, wo soll's denn hingehen? Alfette. Petite. Ite Petite. Petite. Und Gamete. Ja, ja, die Alien-Kinners, ne? Boggy. Meine Güte. Ja, der mit seinem Ultra-HD-Fernseher. Frau Boggy mit der Riesenhandtasche. Groggy. Ja. Soggy. Wo sind denn meine Soggies? Haha, witzig, witzig. Nee, Spaß. Und Moggy. Da ist übrigens das Igloo aus dem Freezy Peak da im Hintergrund.
Gobi! Unser Wasserspender für alle Zeiten mit seinem langen Bart. Martha Eisblock. Die wir ganz frech gekillt haben. Boah. Erich Eis. Und Erich Eis. George Eisblock, den wir auch ganz frech gekillt haben. Tja, kann man nichts machen. Safe genial. Hat er sich jetzt endlich seine Nummer gemerkt? Muffo. Unsere alte Einwegdose. Buggy, Buggy, Buggy. Hallo? Herr Fit. Gesundheit. Hatschi, Hatschi. Migni Giongo. Wer sich das ausgedacht hat. Meister Putzelo. Komm mit meine Arme. Putzelos Jünger. Ja, du darfst rein. Bitte gehen Sie weiter. Hey, kaka, 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 hey, kaka, kaka. Drei Hennen, nenne. Hey, kaka, kaka. Ja, Helga die Henne. Honig bidininini. Haben wir eigentlich die volle... Ich glaube, wir haben gar nicht alle Honigwaben eingelöst. Kein Wunder, dass wir verkackt haben. Und der Chetto, der hätte auch wieder ein bisschen glücklicher schauen können am Ende, weil er ja alle Seiten hat. Finde ich doof, das finde ich doof. Das ist nicht schön gemacht. Dingpot, Dingpot. Und dann haben wir es ja eigentlich auch schon fast. Lumpine! Klassi. Klassi. Frau Bottels. Jawohl, erstmal Kaffee trinken. So gehört sich das. Bottles und Gerr. Ach! Der Gerrill, der kleine Fisch. Ach du Scheiße. Klungo. Bisschen blau um die Augen, ne? Ja, wird schon wieder. König Chingaling. Jam Jazz. Bep, 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 bep. Muss mich kratzen. Humba, Wumba. Ja, ja, die liebe Humba, Humba, Wumba, Bumba. Blobbelda. Blob, Blobbelda. So sieht's auch aus. Mingela. Und Grundhilda.
Ja, die gute gibt's ja jetzt nicht mehr. Mumbo, Chumbo, Mumbo geben, Zauberwesen geben, Mumbo, Mumbo, Zauberwesen geben, Mumbo, Hilfe. Genau, unser Mumbo-Zauberermann. Und natürlich Bancho. Und Katsui. Natürlich, unsere beiden Hauptcharaktere. Ohne den wird hier gar nichts gehen und jetzt ist auch schon vorbei. Und ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn es manchmal nicht den Anschein gemacht hat. Wir haben 17 Stunden, 12 Minuten und 17 Sekunden gespielt, haben alle 90 Putzelos, haben alle 900 Noden, alle Chinchos, alle Honigwaben, alle Chedoseiden, alles geholt, was es gibt in dem Spiel. Ich würde sagen 100% complete und ja, dann verabschiede ich mich jetzt hiermit aus diesem Let's Play. Was als nächstes kommt, wird geheim bleiben. Ihr seht es ja dann eh am nächsten Tag. Ich sag's mal so, es ist kein Nintendo-Spiel, das habe ich ja schon angekündigt. Und es ist ein bisschen actionhaltiger. So viel verrate ich mal. Also Freunde, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss, euer TheKKev The Gamer. Und wenn euch meine Videos gefallen, lasst doch ein Abo da. Zwinker. Ich würde mich freuen. Jo. Also dann noch Daumen hoch. Bla 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 bla. Abo geil, Abo geil. Ja. Nee, das war jetzt schlecht. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Und jetzt wirklich tschüss, euer TheKKev The Gamer. Tschüss, Freunde.